Alter, der hat richtig gutes Aiming. Schießt einfach nur durchs Auto komplett. Geil. Krasser Typ. Ab zum Safehouse, oder? Yo. Ich hab mir gedacht, so, hä, was? Da kann er sich doch nicht verstecken, weißt du? Und dann zieh ich so auf die Windschutzscheibe, denk mir so, Geht schon durch. Ja, sicher, durch die Scheiben kannst du durchschießen. Ja, okay, bei meinem Winkel war halt da die B-Säule dazwischen. Ja. Hätte ich einfach auch mal probieren müssen. Welche B-Säule, Alter? Vom. Betonpfosten oder was? Nee, vom Auto. Achso. Ach, da müssen wir hoch. Da oben ist das Safe House, what the heck? Warte. Wenn wir das Zeichen. Schaut nicht so. Ich dachte, das schaut so ähnlich aus wie das Zeichen von Bora. Achso. Aber. Was war Borderlands nochmal? Jo, hoi! Ah, das ist eine fucking Turnhalle. Ja. Okay, da können wir da wieder die Quests abgeben. Jo, krass, Alter. Schrotflinten. So, da haben wir gleich einen Nebenansatz. Muss ich noch annehmen. Abgeschlossen. So, dann haben wir hier auch wieder ein paar Nebeneinsätze und Kämpfe. In 94 sollten wir Geld von der Stadt kriegen, um die Straßen zu reparieren. Das Geld ist verschwunden. Ich würde sagen, wir ackern uns jetzt noch bis zum Einsatz durch, bis zu dem medizinischen Einsatz, oder? Dann machen wir den medizinischen Einsatz und dann ist fertig für heute. Ich bin formiert. Also einmal den Nebeneinsatz da? Okay, ja, können wir machen. Ich meine, sind sie fast 22 Uhr. Dort können wir machen. Wenn du willst, können wir dann noch ein bisschen Minecraft, aber eine Concentration lasst halt extrem nach gerade. Nee, das passt schon da. Wie wir jetzt das Wochenende durchgezockt haben. Ich habe eigentlich jetzt so mehr oder weniger die ganze Woche richtig schmerzende Augen gehabt. Was soll ich sagen? Ja, habe ich auch gehabt. Also Müdigkeit war überhaupt kein Problem, aber einfach das mit die Augen. Müdigkeit war kein Problem, aber die Augen, Alter. Jo, Alter, geh mir... Ihr wollt mir auf die Nüsse gehen? Hier, geh ich euch auf die Nüsse. Einen haben wir noch. Kann auch Arschlecken, dass der noch lebt. Leute, der rennt einfach weg. Das ist eine Frau. Hat trotzdem einen Headshot kassiert. Aber hast du das gesehen, Alter? Die Kugel rennt los. Oder fahrt los, besser gesagt, man rennen kann nicht. Und dann blililing, werden das so mehrere. Oh, hat schon cool ausgeschaut gerade. Ha, ja, jetzt kommt das, die Frage sogar vom Schwager: Habe ich noch einen Minecraft-Server? Eigentlich noch nicht. Ich habe meinen Bruder noch nicht gefragt. Wie immer oder was? Noch nicht. Ich habe mit denen noch keinen Kontakt mehr gehabt. Warum nicht? Ist er gestorben? Geht's ihm gut? Ich hoffe doch. Ich weiß nicht mal, ob er gestorben ist. Könnte ich dir nicht immer sagen. Alter, er weiß nicht mal, ob sein Bruder noch am Leben ist. Der Ärgste, oder? Hört man auch öfter mal, wenn da irgendwie so jemand in so einer Wohnung dann gesichtet wird? Ganz ehrlich, wenn ich merke das, wenn irgendwer von meiner Familie irgendwie krass am Abkratzen ist. Also so Mutter, Vater, Schwester. Wenn da jetzt ein Autounfall war?
Ja gut, da weiß ich nicht, aber da wirst du ja informiert darüber. Ja, normal. Greifen schon relativ schnell Einsatzkräfte ein. Hoppala. Bling. Alter, ich liebe die Zuckermilch. Und später, wenn ich die Master-Mod habe, können die dann auch über so kleine Wände drüber springen. Also richtig OP heute. Ah, ich kann mich sogar wiederbeleben. Ja, da war einer die ganze Zeit auf mich drauf. Oder geht das? Ja, sicher kannst du dich wiederbeleben. Ja. F gedrückt lassen. Dann muss ich bei deiner Kiste nicht. Sind das schon alle da, ne? Ja. Nö. Kennst mich ja. Mir bleibt kein Auge trocken. Ja, aber Minecraft-Server müssen wir echt, da musste ich echt mal nochmal gucken. Müssen wir halt eigentlich mehr oder weniger vorher mal noch abklären, wie das wird mit, ob wir einen normalen Server machen oder Hardcore irgendwas, keine Ahnung. Alter, Gott sei Dank gehen die auf dich, hey. Ja, danke. Ja, mit Stress da hinten, hier, kriegst du Stress. Oh Gott. Ja, wer wegläuft. Hinterher wollen. Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich die Superminen liebe? Hab ihn. Was zur Hölle war jetzt das? Was? Dass du den jetzt so. Oh shit! Oh shit! Dass du den. Oh Gott. Oh shit! Du hast jetzt richtig Damage an den gemacht. Ja, weil ich hingelaufen bin und hab den richtig krass reingedrückt. Ey, mit was? Also, Nahkampf oder was? Mit Sturmgewehr. Oh, ich fuck, hingelaufen und hab mit dem Sturmgewehr reingewirkt. Alter, eine. Nee, oder? Eine fucking Nate. Manu, da kommt was. Mhm. Nice. Das war mein Geschütz. Ja, aber der ist blind auch noch. Nein, kann ich nur bis zum Hart der bitte. Ja, zu viel. Okay, der ist voll auf mich drauf. Sehr gut. Oh Gott, der hat richtig viel Rüstung. Ja, sag ich ja. Oh, wie ist das? Natürlich wollen wir nicht sterben. Was denkst du? Runter da! Runter da! Na! Hast du dein Ding, dein Koffer? Ja. Wirf den mal bitte. Leg ihn hin oder was auch immer. Okay. Oh Gott, ich glaube, der kommt jetzt. Ja, ich bin schon mal wieder auf den Bahn. Okay. Fuck, ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße. Alright. Okay.
Ja. Wohnblock würde ich jetzt das nicht sagen, das ist eher ein Lagerhaus, aber... Ist eher ein Lagerhaus, ja. Ist gesäubert, Chef. So, einmal hier für mich noch den Ansatz markieren. Ach so. Den machen wir hier gleich mal auf die Schwierigkeitsgrad schwer. Das wird nochmal so ein Abschluss hier. Aber weil es ja nie einfach sein kann, gibt es da auch noch Zivilisten. Das bedeutet, die Cleaners sind unterwegs, um alles zu sterilisieren. Schaff mal. Ja, was wir halt auch machen können beim Minecraft-Server, halt so, dass wir es halt so machen wie bei Creeper Games, dass wir halt so in unserem random Gebiet suchen, dass dann halt jeden, dass wir halt dann so eine Stadt, also praktisch eine Stadt machen. Und jeder von uns kriegt halt so ein gewisses Gebiet, was halt abgezäunt ist. Und da drin kann er bauen. Ja, so direkt fürs Bauen mäßig. Wäre halt für mich eigentlich mal wieder so eine Herausforderung, einfach da dementsprechend zu gucken, wie weit man bis zum Ende kommt. Das wäre halt für mich ganz nice. Ja, das können wir halt davor machen. So also richtig bauen oder so, will ich dann echt direkt auf Creeper Games machen. Ich hab einfach nicht drauf gemacht. Achso, weil es eine Mündungsbremse ist, okay. Deswegen verzieht die Knarre auch nicht mehr so extrem. Oh, da kommt ein Nahkämpfer. Oh lol. Sag ich ja, da kommt ein Nahkämpfer. Ja, von hinten kam der oder was? Der kam von vorne. Okay. Super. Oh. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Voll voll? Ja. Eigentlich ist voll voll hingelegt. Denke mir so, hey cool, geht sich von der Reichweite her eher aus, da kann ich dahin sprinten. Und dann stand ich erst in Flammen. Dann war ich on fire. This boy is on fire. Das wollte ich jetzt nicht sagen, weil das hört sich mega gay an. Aber es eigentlich heißt, this girl is on fire. Alter, da ist die Küche am burnen. Ja, also... Ne, Manu, das kommt dabei raus. Machst du kurz Kameramann? Ich mach kurz Kameramann. So. So, willkommen zu meinem ersten Part, wo ich mal koche. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet hier, bloß das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Ja gut, ja, ich wollte eigentlich ja bloß Salat machen, warum jetzt ja hier die ganze Küche verbrannt ist, das kann ich jetzt auch nicht so recht sagen. Ja, na gut. Okay, Cut. Salat machen, Alter, dass sowas entsteht, wenn du versuchst, heißes Öl mit Wasser zu löschen. Oh, ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt da irgendwelche verbrannte Leichen sehen. Naja, kommt vor. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, so krass ist das Spiel auch wieder. Da wird gerade wer angezündet, glaube ich. Oh, ja. Yeah. Das ist wieder... Ich meine Minen, ja, meine Minen, oh, die Gott. Hier fallen. Das ist wieder eine perfekte Mauer, nicht... Alter Schwede, was ist... Get up da! Klappa! Ja! Ich hab aber gerade immer gar nicht genommen! Mhhh, Klappa! Alter, Arschlecken! Boah! Okay, fuck den Sniper aus. Ja, ich hab wohl auch keine Munition mehr. Nö, ich hab noch Munition. Du kommst hier nicht vorbei! Ich will nur mich mit der Sniper, muss ich nur einmal auf die Gasflasche treffen.
Alter, da ist ein Sniper. Ja. Da ist jetzt leider meine Box in den Arsch gewesen. Na, dann schau ich mal hier rein. Nehmen wir mal den Snipper da hinten. Snipper! Na komm. Ja. Ein Hit braucht er noch. Down. Hier, meine Multimin nochmal raus. Alter, da steht so ein richtig krasser Typ. So richtig viel Gasflaschen. Oh shit, der kommt da hoch! Wow! Warte, ich muss uns so kurz. Oh fuck! Jo, Alter, der stimmt dich voll an. Oh mein Gott! Jetzt. Scheiße, Mann, Mann. Erste Flasche geht hoch. Okay. LOL! Ja, der ist da. Ich habe Amhursts Wohnung. Sie ist auf der anderen Seite des Hofs, aber sieht so aus, als wäre der rechte Weg versperrt. Puh, das ist cool. Da ist so ein bisschen der Stift in die Hose gegangen. Ein bisschen. Er malt schon braun in der Stift. So. Tiere, Tiere, ihr seid Tiere, ja, ich bin ein richtiges Viech. Ha! Das ist so schlecht, den glaube ich nicht mal selber, Alter. Wir schicken jemanden, um die Überlebenden einzusammeln und herzubringen. Sie machen ihnen den Weg frei, also gehen sie einfach weiter. Muss ich jetzt hier rein? Ja. Oh, oh Gott! Was ist jetzt passiert? Und das muss ich mir jetzt in der Stream machen. Was ist passiert? Also du dachtest, du fallst durch den Boden. Nee, ich dachte, da kommen jetzt Gegner, aber da war es nicht. Ich stehe auch schon Meter weit drin oder so. Ich war schon richtig tief drin und er so, oh, da kommen jetzt Gegner. Mann, da kommen wir jetzt gegen. Do you think? Oder oh Gott, ja. Tatsächlich. Manu, weißt du, was Zeit ist? Für Granaten! Die Bälle zu werfen. Was geht mit dem ab? Ah, das ist ein Geschütz, ha? Oh Gott! Ich leg mal einen Hilfsposten rein. Das ist nicht verkehrt. Alter Schwede. Alter, hast du das gerade gesehen? Der rennt so los, ich schieß ihn an, der dreht wieder um. Ah, oh, wieder bei uns. Oh, das war Synchrone. Ah, schon wieder, aber ich muss den mit den Nades hier down bekommen. Ja, warte, ich schmeiß mal eine MP rüber. Boah, der hat das Geschütz halt mal überhaupt nicht. Alter, von hinten? Hä? Hä? Nee, das war nur eine Granate von vorne. Johoi. Alter. Na, das war scheiße. So, der eine ist was down. Der Techniker ist auch down. Ja. Die Wohnung ist über ihm. Amhurst ist der Erzeuger des Virus. Es muss Hinweise dafür geben. Ein Hinweis. So, wir sollten jetzt irgendwo Kisten ja, sein, oder?
Ist das eine Kiste oder was? Das ist eine Vorräte. Ich warte mal hier auf dich. Jawohl. Wenn es nicht wieder heißt, ich laufe dir ja nur hinterher. Alter, ist überall Weihnachten hier. Ja. Gibt's bei dir Weihnachten dann auch einen Baum? Bei mir in der Wohnung oder was? Jupp. Nein. Für wem soll ich dann Baum hinstellen? Für mich? Ja. Warum? Keine Ahnung. Als Pistolen. Magazin. Sehen Sie sich gründlich um. Vielleicht wurde sie auch geplündert, aber Plünderer suchen nicht nach Dokumenten oder Festplatten. Und wenn Sie Glück haben und Amherst dort vorfinden, bringen Sie ihn mit. Dann kann ich ihm ein paar Fragen. So viel Glück haben wir nicht. Haben wir nie. Man wird ja noch träumen dürfen. Nee, Träumen ist was für Anfänger.